Hi, neues Hausbau-Update. Das Ding ist, jetzt ist auch Smart Energy hier. Photovoltaik, Elektroarbeiten, Smart Home und Klimaanlagen. Die arbeiten schon seit einer Dreiviertelstunde. Ich bin noch kurz bei Edeka gewesen, um Getränke zu kaufen, die tatsächlich jetzt auch ein bisschen umgefallen sind. Aber das werde ich auf jeden Fall... Naja, gut, dass es verpackt gewesen ist. Die hole ich gleich raus. Ich gehe erstmal auf jeden Fall rein. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze da aussieht. Und was die bis jetzt schon gemacht haben. Schlüssel habe ich jetzt in dem Fall nicht. Ja, klingelt es auch aus wegen Netzwerkschrank. Noch keine Spannungsversorgung. Hey, Schlafmütze. Hi. Ja, was heißt Schlafmütze? Ich habe noch Getränke geholt. Hallo erstmal. Ich habe dein Auto, ist okay für ihn Werbung zu machen, ne? Smart Energy. Machst du schon bei der Decke jetzt weiter, während der im Hauswirtschaftsraum zugange ist? Ja. Okay. Kann ich jetzt da weitermachen. Und das bleibt so von der Breite, wie das jetzt ist, ja? Ja. Ja, sieht doch optimal aus. Das ist die gleiche Maß, wenn Gipsplatten von beiden Seiten kommt, Gipskarton. Ja, ja. Ist der gleiche Maß wie von der Wand. Ja, top. Also, mehr sollte das auch nicht sein. Okay. So, hier sind schon die leeren Pakete. Du bist schon fast zu spät. Ja, ich weiß. Hallo, hey. Ist okay für euch, wenn ich filme? Moin. Moin. Martin, hallo. Ich grüß dich. Hi. Ja, für dich habe ich auch Werbung gemacht. Smart Energy, dein Auto ist auf jeden Fall zu sehen gewesen. Sehr gut, sehr gut. So, den Schrank habt ihr an sich aufgestellt, ja? Martin, jetzt sieht man, hast du noch deinen dicken Kanal übrig? Ich wollte sagen, wenn ihr Kanäle braucht, wenn ihr Leitungen braucht, ich war auf jeden Fall los und besorgt das. Mhm. Euch fehlt doch bestimmt die 5x16 Anbindungen. Nee? Hab ich schon. Starr oder flexibel? Flexibel. Ah, perfekt. So hat es auch ein Zuschauer gesagt. Wir brauchen hier einen Kanal, um diese... Das ist kein Problem. ...zu decken. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. Genau, das heißt, wir können es doch so lassen. Also, ja. Komm, nur diese kleine Abdeckung, ja? Ja. So. Das ist tatsächlich das Case gewesen, was dann für die Akkus ist an sich, ja? Ja. Die vier Stück. Hat man hier den BMS, Batteriemanager, dann hier die Akkus. Aha. Auch entsprechend geerdet und dann schauen wir später, wie das Ganze unter sich angeschlossen wurde. Ja. Und jetzt auch interessant, ist das schon so bestückt gewesen oder habt ihr da noch irgendwelche Komponenten reingemacht? Nee, das ist schon so bestückt. Ja. Hier kommt quasi das Netz, ne? Also die Grid-Seite und dann kommt hier das Haus, die Load-Seite ran. Ah, okay. Deswegen, das ist kompakt alles, weißt du? Ja, ja, alles in einem Gerät, ist ganz gut. Ja. Und funktioniert halt. Ja, und alles von der gleichen Hersteller, alles abgestimmt. So nah ans Detail kannst du hier an meiner Stelle auch nicht gehen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich auskennst mit der Feinelektronik zum Beispiel, die hier so verbaut ist. Aber es ist ja alles... Ist noch in der Lehre. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Ja, sieht doch schön aus, haben sie gut gelöst mit dem Kabelkanal, das direkt da hochgeht und dann auch schon zwei Löcher gebohrt mit dem Stufenbohrer. Gut. 5x10. Ja. Okay. Ja, viele sagen, bei Wärmepumpe und PV-Anlagen empfiehlt sich Gummischlauchleitungen zu nehmen, so flexibel. Perfekt. So, Kabelkanal an sich habe ich hier gefunden. 11 cm breit. Ja, das Ding ist, ich will die auch ungern jetzt bei der Arbeit und so weiter stören. Ich habe denen gesagt, am besten wäre, wenn die Anlage am Ende offen lassen, wir uns die ganzen Anschlüsse einmal noch angucken kann. Jetzt sind sie gerade dabei, die ganzen PEs und so weiter zu verbinden. Ich hole mir jetzt einmal 3x15er Leitung. Die habe ich hier unten liegen und die werde ich dann bei Paul verlegen, da für die Spots im Wohnzimmer und Essbereich in der Zwischenzeit. Hab sogar die Aufputzsteckdose für seinen Netzwerkschrank besorgt. Die nehme ich dann auch direkt mit. Hier kann man das nochmal lesen. Nimm J3x1 500 Meter und dann geht's los. So viel Mühe würde sich kein anderer geben, glaube ich. Du legst das ja mit Dachpappe unter, ne? Ja. Damit es auf einer Höhe ist. Einmal von unten nach oben. Und seitlich habe ich auch gesehen, dass du das gemacht hast. Muss so ein bisschen gerade sein. Komplett Hammer.
Genau, und ich mache hier die Leitungen. Wir haben uns dazu entschieden, die S-Bereich-Spots ab hier anfangen zu lassen. Das heißt, ich verlängere mir die Leitung von hier nach hier und gehe dann entsprechend einmal so die ganzen Spots entlang. Deswegen hier ist es auch schon und das ziehe ich mir dann einmal komplett. Und das gleiche für Wohnbereiche auch. Bloß da muss ich einfach nur die Leitung verlängern und hier raushängen lassen. Und dann bis ich da hinten angekommen bin, dann ist auch fertig. Und E3DC-mäßig kann man sich tatsächlich auch im Handbuch belesen, habe ich gesehen. Hier sind hier auch diverse Anschlusspläne beispielsweise. Und da siehst du direkt, dass das hier alles netzseitig ist. Was jetzt auf X1 passiert, Anschlusshaus. X2 ist Anschlusszähler. Das hätten wir beispielsweise hier in dem Bereich. Und die ganzen anderen, das ist Wechselrichter, habe ich gesehen. 1F-Spannungsmessung, Wechselrichter, 1F03. Und da kann man auch in den Bedienungsanleitungen gucken. Jetzt ziehen sie hier auch ein Netzwerkkabel beispielsweise. Hat er mich gefragt, welcher Port am Switch noch frei sein wird. Da habe ich ihm gesagt, dass er auf den Port 15 gehen kann. Normal Switch, was dann am Router sein wird. Hat er mich auch noch tatsächlich gelobt dafür, dass der Sicherungskasten so schön aussieht. Der hat auch eine Hauptleitungsabzweigklemme dabei, die wir dann hier hin machen. Und dann gehen wir darauf mit 10 Quadrat hin und zurück. Die reicht auf jeden Fall. Hier liegt die auch schon. Habe auch gesagt, ist komplett in Ordnung, da Löcher zu machen für eingehende und ausgehende Leitung. Und die haben sie jetzt durch den Kabelkanal einmal komplett nach hinten geführt, sind hier reingegangen und arbeiten hier auch mit ganz gut ADN-Hülsen. Das ist jetzt die Art Ölflex-Leitung in dem Fall. Richtig gutes Werkzeug am Start. Schutzleiter und so verbunden und hier sind die ganzen Batterien mit Plus und Minus. Hier ist noch eine Kommunikationsschnittstelle, ne? Kann, die habt ihr einmal hier hin verlegt an der Seite. Ja. Auf die COM-Schnittstelle. Spy geht einmal runter. Kennst du dich eigentlich aus? Was guckst du immer noch nur nach Beschriftung, was wo drauf kommt? Oder hast du auch den technischen Hintergrund? Also den technischen Hintergrund schon. Man muss halt nur je nach Hersteller mal schauen, wo jetzt genau welche Schnittstellen vorhanden sind. Ja, ja. Aber grundsätzlich ist das alles schon vorhanden. Genau. Jetzt erzähl mal ein bisschen die Batterien. Plus, minus. Immer so. Genau, die sind ja alle in Reihe geschaltet. In Reihe in dem Fall, ja. Und dann sieht man das, hier ist ja der Minus, der geht einmal hier lang und dann wird es immer weitergeleitet und der Plus geht dann quasi wieder hier zurück. Mhm. Und was macht das Teil hier an sich? Das managt quasi die Batterien, deswegen heißt es Batterie-Management-System. Der achtet auf die Ladezustände, der achtet auf die Temperaturen, der achtet auf die Lade- und Entladeleistung. Okay. Der hat auch eine Batterieüberwachung damit auch einhergehend. Mhm. Ja, prinzipiell ist alles an A- und B-Stelle beschriftet und per Handbuch kann man das auf jeden Fall alles ganz gut nachvollziehen. Richtig, richtig. Also da muss man sagen, hat E3DC eine wirklich sehr, sehr gute Beschreibung auch hinterlegt, sodass man das hier quasi wie Malen nach Zahlen nachbauen kann. Ja. Genau. Richtig schön. So, das hier ging recht easy. Hier habe ich jetzt mit S beschriftet, damit ich weiß, dass ich den am Ende an Spots anschließe. Weil Spots wird nämlich hier unten die linke Wippe sein. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, jetzt wollen wir auf jeden Fall die Spots und also alle Spots dimmbar gemacht haben. Deswegen muss ich den Stripe-Relais noch in ein Dim-Relais umwandeln, 1:1 im Sicherungskasten. Aber prinzipiell geht es jetzt von der Zuleitung wird durchverbunden. Da ist der erste Spot. Und dann habe ich es weitergeschliffen. Kann man ja sehen, so wie Paul entsprechend angezeichnet hat. Und das gleiche werde ich jetzt noch mit der anderen Leitung für Wohnbereich machen, damit die separiert sind. Ziehe ich mir einmal hier direkt und kann dann da starten, habe es einfacher. Dann muss ich hier dieses Geschlängel nicht machen. Alles gut. So funktioniert das mit der Spot-Verdrahtung. Parallel geschaltete Lampen. Es ist hier.
ist nicht heiß, du hast Pulli an. Ja. Das ist ganz normaler Raumtemperatur. Also. Oh, dein. Ah, bei der hinten links noch. Alles gut. Ja, die wird schon. Das sind alle, ja. Dann schneide ich da oben ab, beschrifte den mit Wohn und dann ist gut. So, das Ding ist, ein Überspannungsschutz fehlt tatsächlich beim E3DC zum Einstecken. Der war im Lieferumfang jetzt nicht enthalten. Bei einer anderen Anlage war der drinne, wir schauen mal eben, wie weit die sind. Das ist der Grau, ja? Mhm. Der 15er. Also auf dem 15er Steckplatz. Genau, wird dann direkt mit dem Router in Verbindung gesetzt. Korrekt. Und den hast du jetzt einmal hier auch hinten durchgezogen. Genau. Und ah, da sehe ich's. Und dann kannst du von hier unten schauen. Hast du da die Anschlüsse, einmal auch den Netzwerkanschluss, dann hast du da auch die Tracker-Anschlüsse, dann hast du auch den Schalter, den Drehschalter dort. Ah, da, jetzt sehe ich's. Genau. Ja. So, und hier kommt dann noch die DC-Überspannungsschütze rein. Bei dem Teil habe ich auch gesehen, On, Off und Trip, hier die Schaltstellungen, die waren von der Vorderseite, Seite. Von der hier. Seite jetzt in dem Fall. Die sind hier. Also, da kannst du auch schauen, genau. Und dann Schalter. Also, das drauf. Zur Seite und da ist der Schalter drin. Jetzt ist der auch auf diesen, genau, weißt du, was damit auf sich hat, mit dieser Funktion, dass der so in Mittelstellung ist? Der wird so ausgeliefert und dann, wenn man das alles installiert hat, muss man ihn nochmal einmal auf, dann on, genau, und dann läuft das. So, hier habt ihr jetzt Neutralleiter 4, L1123, ganz normal. Genau, hier fixiert. Mhm. Und dann kommt hier quasi nochmal die Kappe rauf. An dieser Stelle, hier kommt dann quasi die Hausseite ran, also Load. Ja. Wird in der Regel das auch so bezeichnet. Nimmst du dann direkt 5x10 nochmal mit dann. Genau. Dann ist es auch einheitlich. Genau, und somit wird es dann auch durchgeschliffen. Also komplett easy. Was dann zum Haus geht auf N, also PE, N, L1, L2, L3. Korrekt. Alles ganz gut beschriftet hier. Was machst du mit den Anschlüssen hier? Das sind so Reservenanschlüsse, um zum Beispiel die Notstromfunktion noch zu gewährleisten. Okay. Kommt hier noch so ein Hager Hauptschalter drin. Der wird hier verbunden und dann kann er quasi das hier auch mal hoch und runter schalten. Ah, okay. In einem Stromausfall. Ja. Hier hat man noch die Erweiterung über eine SG-Ready-Schnittstelle. Mhm. Wenn wir jetzt die Anlage mit der Weiland, also mit der Wärmepumpe, verbinden wollen, als eine Art weiteren Speicher in Form von Warmwasser. Ja, könnte man das machen. Aber ich glaube, das ist ein neues Gerät, der hat bestimmt einen SG-Ready-Eingang. Das ist ein potenzialfreier Kontakt. Apropos Potenzial, brauchst du noch von der Potenzialausgleichsschiene eine direkte Erdung zum E3DC? Nee, wir nehmen die quasi von hier. Okay. Könnte ich prinzipiell für den Netzwerkschrank auch nehmen, ne? Ja. Ist dann der kürzere Weg auf die PE-Klemme. Korrekt. Und dann hoch. Und dann bleibt hier auch alles sauber. Das reicht ja hin mit Hausanschlusskasten und Überspannungsschutz zum tiefen R dahin. Okay. Ist ein schöner Hauswirtschaftsraum geworden, ne? Mhm. So, jetzt können wir selber noch mal gucken. Wir haben 12 Volt DC in, aber manche Sachen sind doch intern, aber die 12 Volt DC in, die geht tatsächlich hier raus. Hier haben sie verlegt, 12 Volt DC in, BEK1 auf Supply-System, so wie ich es jetzt nachvollzogen habe. Dann haben wir hier Plus Minus, B Plus, B Minus. Und das sind dann die hier auf Plus Minus PCS draufgehen. Und dann haben sie hier noch weitere, hier folgt Batterie Minus, Batterie Plus. Und dann haben sie das hier verbunden und dann ist das hier intern so und dann zack, zack, zack. Und hier die ganzen Minus einfach so verbunden von Batterie zu Batterie.
Erdung ist drauf am Boden, hier an der Seite. Schick, schick, schick. Hier ist nochmal so eine Klappe. Aber bleibt tatsächlich auch erstmal offen. Was haben wir jetzt hier? Hier gehen wir rein. E3DC ist nochmal intern. Irgendetwas hier für die Schnittstelle, wo er gerade eben drüber geredet hat. Und sonst geht es von hier einmal hier auf den Schalter. Ist ein harter Hauptschalter, 63 Ampere dann. Ha? Das ist auch der, der dann auch automatisch vom Hager Schalter hier auch betätigt wird. Okay, Neutralleiter ist ja eh klar, die sind alle miteinander hier verbunden quasi. Und Wechselrichter habe ich gelesen, irgendwas mit, habe ich jetzt vergessen, aber in der Bedienungsanleitung steht drin, ne? Dass das für ein Wechselrichter irgendwas ist. 1F01 müsste man auch tatsächlich alles in der... Das ist hier für den Hauptcomputer quasi. Ah, okay. Und einfach nur eine 230 Volt Phase auch, ja? Genau. Okay. Also hier hat man ja ein Display, hier hat man ja ein Steuergerät dahinter und das ist... Ja, stimmt. Touch-Display, ne? Korrekt. So, und was haben Sie hier? Brücken von dem Hauptschalter hier drauf, einmal hier genau, drauf. Damit kann man, soweit ich weiß, den Wechselrichter separat ausschalten. Ah, okay. Hier schaltet man das gesamte System, weil es ja mit dem Haus mal ist. Ja, ist auch systemseitig so. Genau, und hier sieht man, dass es hier rüber geht. Mhm. Und hier hat man dann quasi auch die Intelligenz, auch mit dem Kühlkörper. Genau. Ja, hinten hat man viel Einführungsmöglichkeit, alles komplett gut Platz gelassen. Und hier ist noch das Bauteil, was entsprechend fehlt, der Überspannungsschutz. Genau. Der hat in dem Fall N, L1, L2, L3. Nee, das sind die für die Tracker. Das sind die DC-Überspannungsschütze. DC-Überspannungsschutz plus und minus genau. Und die Erdung. Zweimal, der hat ja zwei MPP-Tracker-Eingänge. Und das sind dann die. Okay. Jeweils plus und minus. Mhm. Ja, plus und minus. Gut, ich glaube, das waren richtig viele Informationen. Wohin kommt das hier am Ende? Das kommt auf die Tür. Ach so. Die Tür, cool. Die wird reingehängt. Das ist diese hier. Ja. Und das passe ich hier auch an. Genau, haben sie auch beklebt mit PE. Ja. Das ist ja alles mit Blech und... Ah, und dann haben wir hier noch die Plus-Minus. Wo schließt du die eigentlich an und den Schutzleiter natürlich? Den Schutzleiter, den schalten, legen wir dann auch hier direkt auf den Hauptschutzleiter auf. Genau. Und die hier, das sind die Tracker-Eingänge natürlich. Na, die gehen dann hier unten über den MC4-Stecker hier in die Kontakte rein. Genau, MC4-Stecker, ach so. Die sind dann hier unten, da. Ja, kannst du auch von hinten einfach reingehen, ne? Genau, ich gehe dann auch von hinten rein. Über den Start da sehe ich sie. Du hast insgesamt Platz für 4 Strings. Ja, das wusste ich nicht, dass die da sitzen. Jetzt sehe ich das, Solar plus Minus. Genau, falls ich dann mehrere, also ein oder zwei Parallelschaltungen haben möchte. Ja, auf jeden. Danke für die Einblicke. Das genügt auf jeden Fall. Jetzt haben sie sogar Potentialausgleich, also PE, gezogen. Ich werde auch 10 Quadrat PE zum Netzwerkschrank ziehen und dann entsprechend mit Kabelschuhen festmachen. Des Weiteren bin ich gerade hier oben und von hier kann man tatsächlich auch aufs Dach der Garage gucken, wo aktuell die Folie drauf ist. Aber so können wir auch das Fenster einmal aufmachen. Und jetzt sehen wir, wie das mit dem Holz aussieht. Auch mal ganz interessant. Vielleicht vom Badezimmer auch nochmal einen ganz guten Blick. Bloß ich glaube, da müsste man das Fenster aufmachen, weil man so gar nicht rausgucken kann. Genau. Hier sind auch Fensterbänke drin, unten ja auch. Und hier sieht es so aus mit dem Anschluss an die Mauer geklebt. Und mehr ist das auch tatsächlich gar nicht. So, und die Gipskartonplatten haben sie ja letztens hier nach oben getragen. Genau, damit hier im Kinderzimmer die Decke zugemacht werden kann. Und in den anderen Räumen, da ist noch die Schräge so, hier hat er schon die Verlattung gemacht, hier fehlt sie noch, da auch ein bisschen und hier auch und im Badezimmer bei der Schrägen fehlt auch und hier haben wir keine Dachschräge. So, jetzt hat er hier die Ausschnitte gemacht, dass die Abdeckung entsprechend draufkommt. Die PV-Kabel sind auch entsprechend jetzt hier durch das
Kabelkanal einmal nach hinten geführt. Potentialausgleich haben wir auch einmal durch den Kabelkanal komplett nach oben. Hier sind hier diese Plus-Minus drauf, die werden unten dann ganz normal angeschlossen. Dann sind da die Leitungen, Load haben sie gezogen und Grid auch. Die sind auch entsprechend hier jetzt beschriftet. Load ist schon drin. Haben sie hier auf die Hauptleiterabzweigklemme drauf gemacht, L1, L2, L3 und den Neutralleiter. Vermutlich, in dem Fall bei Öfeld alles schwarz. Schutzleiter ist hier in dem Fall jetzt drauf. Der andere Schutzleiter, den haben sie hier gezogen über den Kabelkanal ganz normal. Und des Weiteren genau. Und die Grid-Seite, die kommt ja auch entsprechend da angeschlossen, ist ja schon aufgelegt, hat man gesehen. Und die kommt dann auf die Hauptleitungsabzweigklemme für die Spannungsversorgung, geht dann zum E3DC und vom E3DC die Load-Seite entsprechend wieder zurück, um das mit dem ganzen Haus zu bespeisen. Das heißt, auf der Hauptleitungsabzweigklemme müssen noch diverse Abänderungen vorgenommen werden, wegen den Verbrauchern und so weiter, damit man netzseitig Grid hat und loadseitig dann das ganze Haus entsprechend bespeisen kann. Und dann ist es in Ordnung. Ich mache gleich noch die Output-Steckdose rein, ziehe mir noch eine 3x15er Leitung runter, damit ich dann Netzwerkschrank fertig habe, ziehe da auch eine 5x10 Erdungsleitung hin und dann passt die ganze Geschichte. Die machen jetzt erstmal die ganze Verkleidung wieder drauf, bevor die abhauen und dann passt das. So, das Ding ist, sie sind jetzt kurz zu Uni Elektro gefahren, um Sachen fürs nächste Mal noch zu holen. Jetzt sieht man auch, wie hier beispielsweise das Ganze befestigt ist an der Wand. Sieht richtig schön aus. Jetzt PE-Kabel auch noch im Nachgang so eingeschnitten, damit es auch verschwindet. Ich werde am Ende mich darum kümmern, dass hier oben noch eine Abdeckung drauf kommt. Dann ist das auch einmal schick. Und dann wird dann noch plus minus für Garten Atorian Leerrohr gelegt, damit dann noch PV-Module hinkommen. Wird dann auch noch ein Kabelkanal gezogen und auf einen weiteren Stringanschluss für plus und minus angeschlossen. Genau, hier hat er die jetzt drauf gemacht. Plus minus. Hier ist auch alles soweit ganz schick. Findet er ganz gut, hier auch alles zu bündeln mit Kabelbinder, damit das schick aussieht. Und ja, hier können wir noch mal kurz aufmachen. Mache ich aber gleich wieder zu. Hier sind die beiden Leitungen. Das eine war ja Load, das andere war Grid. Jetzt muss ich selber mal gucken, was ist. Sonst kannst du auch in der Bedienungsanleitung noch mal gucken. Haus, Netz, das heißt, das ist Grid und das hier müsste Load sein. Hier ist dann die Grid-Leitung, die noch nicht aufgelegt ist. Und dann haben sie noch eine Load-Leitung, nehme ich an, welche jetzt hier drauf geht. Falls ich mich jetzt vertauscht habe, müsst ihr mir das auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben. Aber so viel dazu. Und dann hier entsprechend noch hat er ausgebrochen, damit es unten mit der Leitungseinführung passt. Und sonst wüsste ich jetzt erstmal auch nicht, was dazu zu sagen gibt. Die Neutralleiter, die sind wahrscheinlich auch getrennt zwischen Load. Der geht einmal hier hin, dann haben wir noch einen, der hier drauf geht und die anderen Ends. Der eine ist schwarz, hier ist noch die 2. Der ist so, aber das ist alles schon ab Werk mäßig gemacht. Der geht hier drauf. Und den kann ich gerade nicht, das ist bestimmt der hier, den sie auf N mit N beschriftet haben und noch blauen Schrumpfschlauch auf einer Seite gemacht haben. Und hier das andere Ende. Naja, so sieht das Ganze aus. Was die Akku-Packs angeht, habe ich auch noch gesehen, hier die Schnittstelle Modul. Die geht einmal hier direkt bei der Batterie da drauf. Und dann wird es von hier weitergeschliffen auf den Port. Und dann von hier oben auf einen weiteren Port, damit die alle mit Modul kommen 1 und hier ist kommen 2, damit die einmal verbunden sind. Und der Rest ist ja, hier ist der Plus und hier ist der Minus und die kommt von Battery Plus Minus, genau. Und das ist der erste, der andere geht dahin und so geht das dann hier drauf und so sind die in Reihe einfach durchgeschliffen. So. Passt. So, die sind jetzt soweit durch. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Ich bin auch fleißig gewesen in der Hinsicht. Das hier ist so eine magnetische Tür. Die kann man so aufmachen. Hier haben sie jetzt auch das mit dem Potential einmal festgeschraubt, damit die Tür verbunden ist.
und dann geht es so zu und ist top. Des Weiteren habe ich jetzt auch noch beispielsweise hier einen Schutzleiterkontakt, also den Schutzleiter einmal gezogen in 10 Quadrat Ausführung. Der geht einmal in Netzwerkschrank rein. Da sehen wir jetzt auch die Aufputzsteckdose. Ja, vorher hat sie besser gelegen, aber jetzt habe ich gearbeitet und deswegen ist es so. Hier ist die 10 Quadrat für Schutzleiter. Habe ich alle hier drauf gemacht. Ich hoffe, man kann das erkennen, weil da war es auf jeden Fall am einfachsten. Mit Kabelschuhen gepresst und so, genau. Und die Aufputzsteckdose, nimm J3x15, habe ich jetzt hier auf Anklemmpunkt 13 drauf gemacht. Und jetzt in FI rein, Server rein. Und deswegen funktioniert das an sich. Alles leuchtet. Und das mit der Klingel funktioniert jetzt auch wieder. Genau. Sonst wäre es das. An sich hat Paul auch noch ein bisschen weiter gemacht. Hier mit der mittleren Verstrebung hat er jetzt nicht mehr geschafft, da noch ein paar Sachen zu machen. Aber man sieht halt, dass es jetzt Gestalt annimmt und ich auch da die Spots ausgeführt habe. Wo er die angezeichnet hat, wo er die gerne haben möchte. Das heißt für Essbereich einmal hier und das Wohnbereich einmal so. Und dann ist in Ordnung, den hier als Raumabtrenner und dann sieht das gut aus. Kann ich nochmal eben schauen, das Ding ist, ich hatte bezüglich der Relais nicht dimmbare, genau das sind die kleinen hier für Wohn- und Essbereich, das ist die Hauptbeleuchtung. Und dann hatte ich Wohn-Ess, das ist der normale Schalter, der war für Stripes und der hier war für Spots Wohn, das heißt diesen Wohn-Ess muss ich auch nochmal in so ein Dimm-Relais umändern, aber dann passt das mit der Beschriftung nicht. Aber ist egal, ich tausche den 1:1 durch ein Dimm-Relais aus und muss irgendwas anderes Stromstoß sein, nee, Spots dann dimmen und die bleiben stromstoßartig. Ja, und dann kann ich die ja dann einfach so dran machen, wie es ist. Hier haben wir aber von oben Neutralleiter am Ende. A1 bleibt oben, die Phase muss am Ende runter. Und der geschaltete bleibt unten, beziehungsweise der Lampendraht am Ende. Ja, das kriege ich schon so umgewurstelt und dann passt das. Ja, und ich werde mich noch darum kümmern, hier einen Rangierkanal hinzumachen. Ich werde mal schauen, ob das von der Höhe passt. Könntet ihr eventuell auch in die Kommentare schreiben. Rangierkanal Hager, 4 Felder breit. Höhe haben wir hier maximal 15 cm. Ob wir noch ein bisschen Luft haben oder ob das gerade so reinpasst. Hier diese schwarzen Winkel an die Wand. Hier an der Seite auch. Und dann von vorne aufstecken. Dann haben wir das hier einmal nicht. Und können Kabelkanal komplett bis hierhin machen und dann ist gut. Andere Idee, was einige gesagt haben, dass man diese Flansche auch ausklicken kann, andersrum drehen. Dann verlaufen die Leitungen da hinten und dann ist es enger mit dem Kabelkanal ganz gut. Aber die dicken Einführungen hast du dann weiter vorne, was auch eventuell dann stören würde, weil hier sind ja, naja, für die Garagenunterverteilung auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal, was hier dann noch abgeändert wird in der Form. Und sonst hat er hier auch Aufkleber drauf gemacht, PV-Battery mit Notstrom. Und das gleiche auch oben links an der Schaltschranktür. Mit Notstrom. Andere Aufkleber kann man sich auch noch machen. Hat er einen Schrank reingelegt. Hier sind die Handbücher. Hier ist der Etikett, damit man weiß, was was ist. Ja, hat er gesagt, ja, hast du recht gehabt. 1F02 Wechselrichter. Und da drin ist auch was für Wechselrichter. Diese hatten wir aber auch im Handbuch gesehen. 1F01 ist Versorgung intern. Genau, hat er ja erzählt für die Sache hier. Trennschalterhaus ist 1K04. Genau, der Trennschalterhaus, Netz, Motorschalter optional 1M01, den haben wir jetzt in dem Fall nicht. Wir haben noch 1P01, das ist der Leistungsmesser. Und dann machen sie die Klappe noch auf über Spannungsschutz rein und dann hast du alles in einem Gerät. Gut, dann wär's das auch von meiner Seite aus. Mache ich hier erstmal wieder alles zu, hänge die Türen ein. Und lass es erstmal alles so stehen. Ist ja alles recht aufgeräumt. Genau. Top.
Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, irgendwie, wenn man reinkommt, fällt mir auf, sieht das ja doch nicht so toll aus. Ah, wo ich hierher gekommen bin, da war das mit dem Kabelkanal schon fertig gemacht. Und dann haben sie gefragt, ob noch ein Stück da ist in der Breite, um das zu verstecken. Aber jetzt finde ich, irgendwie wäre es tatsächlich besser, wenn man die Leitungen, die hier nach oben verlaufen, hätte man auch hier in den Kanal mit reinlegen können und von hier aus einfach komplett nach oben gehen. Und dann gehst du da entsprechend rein. Dann hättest du auf diesen Kanal komplett verzichten können. Und dann würde es halt komplett von oben bis unten einmal schön clean aussehen. Und die Leitungen, die hier so von hinten verlaufen, schon gebündelt. Schade, ey. Jetzt ist zu spät dafür. Jetzt müsstest du alles abbauen, um da die Schrauben wieder zu lösen, zumachen, malern und dann schön Kanal. Ja, alles immer nicht ganz optimal. Schade.